willkommen. Hier ist Ihre große Glücksrad-Show live aus dem schönen Berlin. Es ist wieder soweit. Gemeinsam mit unserem Partner, der Süddeutschen Klassenlotterie, starten wir das Millionenspiel. Begrüßen wir darum ganz schnell das beliebte Trio des Glücks, Marin Gilzer, Peter Bond und Frederik Meissner. Guten Abend. Hallo. Servus. Ja, herrlich. Zuschauer schon auf den Bänken. Und vielleicht, weil sie noch nicht gelernt haben, wie man sich hinsetzt. Vielleicht aber auch nur, damit man sie besser sieht, wenn sie um Hilfe winken. Oder aber auch, weil sie sich aus unerfindlichen Gründen darüber freuen, hier sein zu dürfen. Im Glücksrad, dem unbestrittenen Klassiker des Fernsehwahnsinns. Quasi der Mutter aller Gaga-Game-Shows. Und außerdem der Sendung mit den stummsten Frauen und den fantastischsten Buchstaben im deutschen Fernsehen. Moderiert von dem ehemaligen Porno-Lümmelschwinger Bond, Peter Bond, mit der Lizenz zum Drehen und seinem nicht minder coolen Kollegen. El Frederico. Der Mann für die dramatischen Duelle. Eiskalt wird ja die Schnellraterunde leiten. Der Einsatz ist mörderisch hoch. Es geht um 500.000 D-Mark. Schön wär's, wenn es so cool wäre wie Django. Halt die Fresse, Greenhorn. Django dreht heute nicht. Wenn ich Hangman spielen will, dann hole ich mir dafür einen Pferdedieb von der Nordweide. Aber mach mich hier nicht zum Konsonantenkasper in für eine Handvoll Kleinhirn. Ach, und noch was. Ich kaufe keine Vokale. Ist das klar? Das habe ich gar nicht nötig. Und wer weiß, wo er die überhaupt her hat. Oder was für einen Schrott der mir andrehen will. Nachher gucke ich zu Hause und dann sind das alles Umlaute. Well, was soll's. Spätestens heute Abend ist Little Fred sowieso hinter Gittern. Glücksspiel ist hier nämlich überhaupt nicht erlaubt. Ja, wunderbar. Jetzt kommt 5 Glücksradrunden auf Sie zu und wir haben ein Glücksradbuch für Sie im Angebot, liebe Zuschauer. Das heißt, unser Leben mit dem Glücksrad ist wunderschön gelb und von uns allen dreien handsigniert. Tolles Buch. Zum Beispiel hier, Seite 28, da schreibt Marin Gilzer, viele schöne Worte beginnen mit einem Buchstaben. Die meisten davon haben wir in unserer Sendung, was ich ganz toll finde. Heute hatten wir sogar ein Y. Das ist richtig schwer umzudrehen, weil das so selten ist. Und alle haben geklatscht. Aha. Und hier auf Seite 32. Heute habe ich beim Malen in meiner Fibel gemerkt, dass wenn man das M umdreht, das fast aussieht wie ein W. Ulkig, nicht wahr? Ich muss immer wieder lachen, wenn ich daran denke. Interessant und gut geschrieben. Oder ein paar Seiten später. Heute früh hatte ich eine Laufmasche und musste sehr weinen. Und dann habe ich mich auch noch mit dem Peter gestritten, weil der behauptet hat, das Alphabet fängt immer mit einem A an. Dabei hängt das doch auch vom Wetter ab. Manchmal finde ich den Peter richtig doof. Er hat bestimmt einen ganz kleinen... Einmal habe ich ihn gesehen, als er beim... Moment, siehe auch Seite 112, Stichwort Kinderwurst. Der heutige Sonderpreis betrifft die jüngsten unserer Zuschauer, nämlich die Kinder. Also Kinder, aufgepasst! Schon als Kind hat Maren auf die richtige Ernährung geachtet und, wie man sieht, mit Erfolg. Bei dem heutigen Sonderpreis dreht sich alles ums Kind. Die leckere Kinderwurst der Firma Stockmeier. Der Sonderpreis, die Fahrt in einen Kindererlebnispark. Die Stockmeier Kinderwurst als idealer kindergerechter Pausensnack. Mit wertvollen Vitaminen und jodiertem Salz. In jeder Packung sind 4 Würstchen. 2 davon sind zusätzlich mit Gemüseperlen angereichert. Die Verpackung hat ein Suchspiel und ist als Vorlage zum Ausschneiden, Basteln und Spielen. Auch für kleine Kinder sind die Faltschachteln problemlos zu öffnen. Und falls nicht, können die kleinen Racker die Pappschachtel ja ruhig mitfressen. Sie ist ohnehin nahrhafter als der Inhalt. Bockmeiers Rinderwurst in ulkigen Farben. Nur aus bestem Fleischmehl von irrelustigen Kühen aus England und mit bunten Knorpelperlen angereichert. Sowie den Vitaminen B, S und E. Das bringt Stimmung in die Klasse. Und übrigens, wir vom Glücksrad essen die auch schon alle ganz lange. Hallo Max.
Hallo Frederik, ich bin der Marc, komme aus Emsfüren. Meine Hobbys sind Schauspielerei und Bühnen- und Fernsehauftritte. Und ich bin vom Beruf Schlagersänger und grüße mich mit allen meinen weiblichen Fans. Marc, nicht ausruhen. Du bist an der Reihe. 750. Na, welchen Konsonanten? Das K wie Kon. Das war. Bin ich doof? Sekunden. Idiot, Vollidiot. Das hört die ganze Nation. Ach, wie ärgerlich. Da sagt es der blonde Schlagerhecht noch selber. I wie Idiot wäre die richtige Wahl gewesen. Ist auch gleich fünfmal vorhanden. Ich hänge das mal auf. Und auch die anderen Buchstaben wären eigentlich gar nicht so schwer gewesen. Alle direkt aus seiner Erfahrungswelt. Zum Beispiel das U wie untalentiert oder auch das W wie Wahnsinn, Windbeutel oder Wichser. Das E wie ekelerregend, Einfallspinsel oder Entenarsch. Das ist gleich siebenmal dabei. Oh, da hat Maren was falsch gemacht. Ich korrigiere das nochmal. So. Und auch der Begriff, der gesucht wurde. Extra für ihn ein Ereignis aus seiner näheren Zukunft. Zum Schluss noch das S wie Schlagersänger, Scheiße labern oder Sackgesicht. Und voilà. Hätte er doch eigentlich drauf kommen müssen, oder?